Herzlich willkommen bei Gloomhaven mit Siskaid. Hallo. Ja, wie ihr seht, hat Siskaid sich auch entschieden. War ja jetzt auch nicht so viel an Auswahl übrig, oder? Ja, genau. Seht die Sonnenhüterin in Aktion heute. Zuvor gibt es aber noch ein bisschen Story. Stadtarchiv, weil wir ein, was für den Dominik fertig gemacht haben und danach natürlich noch eine Stadtquest. Dominic approaches you with a sullen Als ihr demeanor. das You enter Stadtarchiv the Time Records betretet, kommt Building. Dominik euch mit verdrießlicher Miene entgegen. It feels Ihr habt weird den seeing you after so Weisungskodex short a eben erst time. gebracht und eigentlich würde ich Obviously, you jetzt just Zeit delivered the brauchen, um die Codex of Geschichte des Directives to Esters zu me. studieren und zu Normally, it would übertragen, take longer to aber es gibt receive da the ein Problem. entrance. As usual, your Wie directive immer to the geht es zum macro. Hinterzimmer, But doch as als Dominic Dominik die opens the Tür door, öffnet, seht you ihr, see dass a es scene of völlig chaos verwüstet and ist. Der destruction. Tisch wurde The umgewerfen und table is umgeworfen und overturned, überall liegen and torn zerrissene books Bücher. scattered Sie to haben alles everything mitgenommen, klagt in Dominik. Dominic's Den eyes. Kodex, mein They Buch, took the diese codex. Barbaren. He sees your Da ihr ihn confused, verwirrt und concerned besorgt look anseht, and fährt er continues. fort. Sie They nennen called sich die themselves Wacht. the Sie Vigil. warnten mich, ich They solle said meine I was Nase messing aus with diesen things Dingen that I shouldn't be. heraushalten. Ihr They wart noch nicht stormed lange in wearing fort und full ich war armor dabei, as mir I den was poring Kodex into the anzusehen. codex Da sind just sie in minutes voller after you Rüstung reingeplatzt. left. Dominic's Sie slides a sagten, es destroyed sei book ihre lying on the Aufgabe, floor. den It Weisungskodex is zu beschützen. infuriating. Dann The suchten sie nach Vigil. Abschriften, die ich You in the name angefertigt of the haben Oath of the könnte. Vigil. Primitives is what Stahlen they sie have. einfach meine Geschichte Look at how they Gloomhavens. treated my Dominik book. schleudert die zerst ein zerstörtes Buch auf den Boden. Das ist doch unglaublich. Die Wacht, wer im Namen der Eiche sind die schon? Für mich sind es Primitivlänge. Seht nur, was sie meinen Büchern angetan haben. Dominic closes Dominik his schließt die eyes Augen and und takes a atmet deep tief breath. durch. Schließlich verzieht Eventually, sich a sein small Gesicht zu smile einem schwachen creeps across Lächeln. his face. Aber wir haben zwei große We do have Vorteile. two things Erstens going for denke us, ich, though. dass wir alle fest One entschlossen is that sind, I das Buch think we're all zurückzuholen. incredibly Ich determined werde to get meine that book Kontaktleute signed. befragen und I'm nachforschen. going Ich to finde reach out heraus, to wer my die Wacht ist und contacts. wo man sie Maybe findet. the Und dann Inquisitor werdet ihr sie Sanhedrin. bis I will go bis find auf where den her letzten Mann individual are. töten. The second Und thing zweitens is that habe I ich ein have a very hervorragendes sharp Gedächtnis. memory. Dominik holt einen Dominic zerknüllten produces contacts Papierfetzen from aus a seiner paper Robe bag that he hervor. wrote. Ich hätte die I Geschichte read des through about Esters. half of the Aether story Ich before hatte the die Phantasmal Geschichte des Control Esters zur restored Hälfte the book. gelesen, I als think I diese produced a Grobiane pretty mit ihren accurate Schwertern transcription. hereinstürmten. Ich I'll glaube, read ich the habe book. sie korrekt niedergeschrieben. This is the story told So by the sprach der Aether Esther Nahre to Nahre the zu den commanders of the demon Kommandanten realm. während des Dämonenkriegs. The ruins on which you Die now Ruinen stand unter were euren once the Füßen waren capital of an einst die expansive, Hauptstadt einer thriving florierenden civilization. Zivilisation. There were no Es waren Valar, weder no humans, Valrati noch just a Menschen, single race, sondern ein growing and einziges Volk, maturing das in im harmony Einklang with mit its seiner surroundings. Umwelt wuchs und In heranreifte. this place, An diesem ancient Ort man gingen had die many alten, noble vielen, pursuits. edlen Beschäftigungen He nach. looked into the Sie very blickten large in die expanse above us, weiten über contemplating the uns und stars. sinnierten über die But he also Sterne, looked at und the sie very blickten auf time die frame that winzigsten made aller everything Dinge, on this aus earth. denen unsere Welt beschaffen The ist. ancient man's Der quest for Wissensdurst der knowledge was Alten war fast grenzenlos und er ging zu outstretched. weit. With great intensity, Sie the ancient richteten man's ihren Blick gaze auf turned to etwas, das something außerhalb dieser outside Welt this liegt, world, auf die to the endlosen infinite Ebenen quantum des of being Seins, that weit existed jenseits beyond ihrer his own. eigenen. Sie He sehnten yearned sich to danach, travel sie to zu them bereisen and to und learn von what ihnen they zu could. lernen. And it was So because of this entstand ein desire Riss that the zwischen den Rift between Welten, der ein worlds was großes created, Unheil and a great hervorbrachte, denn calamity die broke Alten forth. fanden dort keine Antworten auf For ihre deep brain Fragen, housed not sondern the answers to Kreaturen wie aus ancient einem man's intellectual Albtraum, questions, Dämonen, die but alles knew zu the vernichten creatures of suchten, man, was den Alten lieb und teuer war. humans bent on the Trotz allen ruination of Wissens, das die everything Alten he held dear. besaßen, wurden ihre Städte Despite all verwüstet, of ancient ihre man's Mauern knowledge and stürzten ein, tools, ihre his Familien wurden cities and zerfleischt, people were verzehrt ravaged und in beyond Höhlen repair. getrieben, wo His sie im walls Dunkeln turned ihr to rubble, nahendes and Ende his family was erwarteten. torn apart. Dies war der große This is the Umbruch. great upheaval. Das ist It's nicht die not the ganze full Geschichte, story, sagt Dominic Dominik, says, aber es ist ein but it's a Anfang. start. Es klärt It viele answers a Fragen, lot of aber nicht questions. alle. Ich lasse euch How wissen, about wenn ich more? mehr erfahren I'll habe. let you. Thanks for coming. Dominic Danke, bolts through dass the ihr door. I'll keep this short. gekommen seid. We've Moment, hä? discovered that the vigil is a bunch of Sind wir da jetzt pro-humans weg who gewesen stole und sofort codices, wiedergekommen? who feel it is Ja, their sole irgendwie, ich duty to weiß guard nicht. against the upheaval from happening again. But they do Okay. so by keeping any evidence Ich of the werde mich upheaval kurz fassen. secret Wie ich from everyone herausgefunden habe, else. ist die Wacht Seems to me eine like a pretty militaristische backwards way of Gruppe von helping. Grobianen, die es als ihre Pflicht sieht, einen erneuten Umbruch zu verhindern. Dazu wollen sie alle Beweise des früheren Umbruchs verschwinden lassen. Eine höchst zweifelhafte Methode, wenn ihr mich He fragt. hands you a small Er reicht piece euch of einen paper. Zettel. Ihre They Hochburg ist operate im out of the Reisendenviertel. Travelers District. Folgt einfach Just der follow the Karte. map. Ihr müsst At sie least, nicht alle you töten, wenn don't ihr nicht have to wollt. kill them all Hauptsache, if ihr you bringt don't mir den want to. Kodex und mein Just Buch get back the wieder. Codex. Okay. Nice. Ja gut, offensichtlich waren wir da raus und dann sind wir wieder hingegangen. Ja, will ich doch sagen.
Ja. Bevor wir in die Arkane Bibliothek gehen, machen wir jetzt die Kammer der Geheimnisse. Beschaff den Weisungskodex von der Wacht. Jad finde ich gut. Und da machen wir vorher aber noch eine Runde in den Schlafenden Löwen, heißt das? Erstmal eine Runde tanken. Du liest. Ich habe gehört, dass ihr neulich bei den Stadtwachen für mich eingestanden seid. Was für ein lästiges Geschmeiß, nicht wahr? Ihr dreht euch auf der Straße um und seht, wie die Schurkin grinsend aus einer dunklen Gasse hervortritt. Aha. Ich wollte euch persönlich danken, sagt sie. Ich kenne viele Leute, die mich für die Chance auf ein bisschen Gold verraten würden. Schön, dass wenigstens manche Freundschaften halten. Sie blickt über ihre Schulter. Hör zu, ich verlasse die Stadt für eine Weile. Wollen wir davor noch was trinken gehen? Also ja. Auf jeden Fall, die Schurkin war nicht schlecht am Ende. Die hat ziemlich cool gerockt. Überwältigt die Schurkin. Oh, guck mal, eine Diebeshaube. Ihr lacht miteinander und erzählt euch Geschichten. Als die Sonne untergeht, steht die Schurkin auf, um zu gehen. Hört zu, ich habe unsere gemeinsame Zeit genossen und ich will euch etwas geben, das euch an mich erinnert. Ein schwarzes Stoffbündel flattert auf den Tisch herunter. Als ihr wieder aufseht, ist die Schurkin verschwunden. Okay. Sollen wir eigentlich den Nero Nero. kriegen? Jetzt muss ich aber mal gucken, was Tito tut. Bei deiner Fertigkeit erbeuten eins, stattdessen erbeuten zwei an. Okay. Naja. Das ist die Kette schon geiler. Ist witzig, ist witzig. Kammer der Geheimnisse. Mal da in das Schloss müssen wir. Du bist You dran. look down at the paper Doch. Dominic Nicht handed schon you. wieder. The vigil is operating out Thanks. of the estate of some powerful Ihr seht noble euch from das the capital Schriftstück an, das named ihr von Deslin. Dominik erhalten habt. Die Wacht hat ihren Sitz im Anwesen der Familie Deslin, einer mächtigen Adelsfamilie aus der Hauptstadt. The Die whole ganze property Anlage is ist schwer heavily bewacht, guarded. aber Dominik hat es Dominic irgendwie somehow geschafft, discovered einen a secret Geheimtunnel zu tunnel into the entdecken, vault der am Westwall underneath beim the Neumarkt Deslin beginnt. estate, Im through the Schutz west der Nacht wall of sucht ihr den Windmill geheimen Eingang und and near steigt the in den top of Mount Tunnel. Windmill. Also bei mir galoppieren wir jetzt wieder über die Berge. Aha, nee, nee, wir sind schon in der Innenstadt. Jetzt sind wir im Teich. Before you leave, Bevor ihr Dominic aufbrecht, warnt learns euch that the Dominik, Vigil's dass die Wacht security über die is more advanced fortschrittlichsten than anything else in the Verteidigungsanlagen der city. Stadt verfügt. If any Sobald alarm ein sounds, Alarm all ausgelöst exits wird, will werden alle close. Ausgänge You leave verschlossen this floor und ihr and werdet no von more unzähligen vulnerable Wachen guards than überrannt. count. Eure einzige Chance Your ist only es, die hope of Wacht im infiltrating the Geheimen zu Vigil's vault is infiltrieren secret und jede to make alarmierte sure Wache that any guard auszuschalten, alert to bevor your sie Hilfe presence rufen kann. does not get Am Ende past des the Tunnels maze macht ihr euch beyond. bereit, die Tür zu öffnen und At the jeglichen end of the Widerstand tunnel, auf dem you Weg can zur hear the geheimen rumble of the Bibliothekskammer schnell silence und below leise as they signal auszuschalten. the way. Okay. Bin Na gut, gespannt. dann sehen wir uns im Dungeon. So, da sind wir drin. Also es gibt hier sehr viele Sonderregeln. Die Stadtwachen, die bewegen sich irgendwie in Richtung Druckplatten. Und wenn die darauf eine Stadtwache da drauf ist, ist das Szenario verloren. Ja, wir müssen die zwei verzierten Truhen irgendwie kriegen. So, ich bin gespannt. Ich werde jetzt erstmal nach vorne laufen. Die machen nämlich auch Bewegung 3. Das ist halt kacke. Die müssen hier sofort runterlaufen. Das jetzt. Leider kann ich die ja nicht sofort töten. Aber das ist eine neue Karte. Finde ich ziemlich praktisch. Kann ich wenigstens schon mal. Ja, Angriff 5 ist halt auch ziemlich gut, ne? Den lassen wir erstmal weg. So, dann bekommst du ein Medizinbündel. Danke, Frank. Und dann werden wir den jetzt erstmal betäuben, ja, damit er nichts macht. Was macht der eigentlich? Auch Angriff 4, ja, genau.
Dann hat er, okay, nur Vergeltung 2, aber toll, das betäubt er doppelt. Was macht er überhaupt? Ach, einfach nur Vergeltung, also nicht angreifen, gut. Ja, ist klar. Plus zwei oder mal zwei, ey. Ach, da greifst du auch noch an. Ich wundere mich gerade. Ich habe die schnellste Karte gespielt, die ich im Deck hatte. Und bin trotzdem mega lahmarschig. Ja, ich überlege jetzt gerade umzuswitchen, aber dann würde der Frank nochmal Vergeltung kassieren, ne? Wenn ich den jetzt Angriff 6 machen lasse. Ja, würde ich jetzt nicht gerade, ja. Weil eigentlich ist das jetzt mit dem Schild, brauche ich das hier nicht mehr. Egal. Achso, man muss ein Schild bestätigen? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Man muss alles bestätigen. Das wusste ich nicht. Genau, ich kann jetzt hier jetzt auch eine neue Karte. Du kannst zwei Schaden allein, um den Schildwert des Gegners zu ignorieren. Oh, nice. Natürlich eine minus 1. Das ist richtig schlecht. Aber ich bräuchte die Karte nochmal, denke ich. Ja. Ah, das ist die Stadtwache. Die laufen darunter. Okay. Yep. Also die Stadtwachen. Die schützen nicht, sondern die Leute. Okay. Interessant. Der Golem zieht. Das ist nicht schön. Nee. Guck mal, der sitzt schwarz auf, gar nicht schlecht. Oh, nein. Da läuft zwei Felder, da kommt er ja mehr oder weniger direkt hier hin. Und dann bleibe ich doch hier stehen. So könnte ich jetzt die beiden Karten mit unsichtbar wiederholen, ja, warum nicht? Warum nicht? Unsichtbar und unsichtbar. So, mit ihm laufe ich. Es ist. Eigentlich wollte ich den da unten angreifen. Ich hätte nicht gedacht, dass der den. Das ist bescheuert.
kann mich jetzt aber nicht so hinstellen, dass er mich hier durch die Falle zieht. Mhm. Ah, das heißt, ich kann nicht angreifen. Ist leider so. Kann die eigentlich Fernkampfangriffe machen? Sag nochmal, was? Ob die auch Fernkampfangriffe machen kann? Ja. Aber macht sie nicht. Versuch's mal mit dem Augment. Waffe der Reinheit, ja. Bin gespannt. Könntest dir schon was hochsetzen, ne? Die Sonne, ne? Ja. Da könntest du das Augment direkt verwenden. Erstmal Medizinbündel hergeben. Na, halt ich doch lieber ihn. Oder sie, weil sie da so schön steht, weißt du? Okay, okay, okay. Oh, Angriff 6, Reichweite 7. Ja, sicher. Alter, die hauen aber raus. Dann gehe ich mal direkt in den Nahkampf. Und jetzt machen wir mal hier. Nice. Drei Effekte hinzu. Und das müsste angereichert werden, ne? Ich meine, das habe ich gerade gezogen. Verstehe kein Wort. Ja, nicht nee, dran. Nee, schwarz, tut mir leid, ich habe vielleicht ein bisschen leise geredet. Ich habe gesagt, schwarz hatte ich angereichert, deswegen musste ich das nicht benutzen. Jetzt musste... Ja, warte, ist das der richtige, den du benutzt? Ja. Mach nochmal rückgängig. Ich habe das jetzt gerade nicht sehen können. Da gibt es zwei Stück. Nee. Ja, meinst du, ich bin blöd? Waffe der Reinheit klicke ich an. Ja, genau. Nein, das meine ich ja nicht. Ja, geil. Jetzt kannst du das immer benutzen. Nice, der stirbt sogar. Boah, was ein Damage, ey. Wobei, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann kassiere ich ordentlich, ne? Wo? Hinter den Golem. Was macht denn der? Warte. Angriff 7. Ja, Angriff 7. Ja, dann kassiert sie. Aber du hast ja instant ein Schild.
ist auch gut, ne? So, ich habe jetzt irgendwas vorgehabt, genau. Alle deine Nahkampfangriffe, die dich anvisieren, fügen plus. Also ich werde jetzt stärker angegriffen, dafür habe ich konstant Vergeltung 2. Und diese Vergeltung werde ich jetzt mal boosten. Weil das ist jetzt. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja. Ja, du hast recht, das war dumm. Wieso? Was habe ich denn gesagt? Keine Antwort. Ja, dahin zu laufen. Er macht nichts. Ach, der Nero ist ja wieder sichtbar. Naja. Der greift auch noch den Nero an. Scheiße. Ach, der greift auch den Nero an. Oh. Uiuiui. Ja, das war alles merkwürdig, diese Runde. Ach, sind die so schnell, ey. Scheiße. Was hast du vor? Wir kriegen den nicht. Der läuft uns raus. Das ist schlecht, ne? Ja, der ist zu schnell. Was soll ich machen? Ich habe die Initiative nicht. Und ich kann ihn nicht aufhalten. Angriff 6. Auch übel. Die Elite-Stadt. Boah, die ist auch noch schneller als der Neo, ey. Das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, dann verliert er schon wieder eine Karte. Ist das behindert? Ich kann ihn leider nicht töten. Ah, doch, hier. Töte einen angrenzenden normalen oder Elite-Gegner. Stimmt, geht doch. Machen wir doch einfach. Aber der Vance ist nicht weg. Das war sehr gut. Naja. Kann ich den nicht gebrauchen, ja. Er ist jetzt aber auch wieder maximal behindert mit den Karten. Minus 2. Ja, aber der kann sich jetzt um 4 heilen. Ja, trotzdem, minus 2. Das ist echt unglaublich. Ja, komm, dann gehe ich jetzt dahin und hau den um. Oder versuch's zumindest. Oh ja. Ich würde sagen, das hat gereicht. Ja, da würde ich zustimmen. Ah ne, sie ist ja noch dran, die ist ja noch dran. So, dann betäuben wir den mal. Immerhin betäubt. Ja. Und dann halt die sich schon für selbst. Sehr schön. Ja, der zieht schon wieder durch die Gegend.
Wie viele waren das jetzt? Zwei oder ein? Ein. Okay. Ich fange an, ne? Ich verstehe kein Wort. Warum rede ich denn so leise? Weiß ich nicht. Ja, ich habe heute keine laute Stimme einfach. Okay, der kann das nicht machen, das nicht machen. Also macht er nur das hier. Und ach guck mal, der kann das sogar bei sich selbst machen. Dann kann er noch laufen. Ach guck mal, der kann sich selbst heilen. Ich versuch's nicht. Nice. Nice. Ich brauch Kohle. Zack. Der macht glaube ich nichts, genau. Ja, und der kann auch nichts machen. Der greift einmal an, würde ich sagen, oder? Ja, klar. Da fragst du noch. Oder ja, hat er da jetzt Vergeltung oder was? Nee, aber er macht ja keinen Schaden. Vielleicht kommt er ja durch. Nee, glaube ich nicht. Aber er macht sich unsichtbar. Und ist er für nächste Runde unsichtbar. Einfach zu viel Rüstung. Ja, aber ich kann jetzt das den Schaden der Dingens ignorieren. Mal wieder. Das finde ich ganz gut. Das ist gut, dass du das kannst. Warum zieht er dann jedes Mal den minus 2? Ey, das ist doch behindert. Das ist behindert. Das ist so ein bisschen wie beim Heinz, ne? Ja. Gerade bei dem Angriff, weißt du? That gave Snot. Unbelievable. Ridiculous. Ja, leider hat er da diese drei Schilde. Ja. Aber wenn man sie ignoriert, dann macht man keinen Schaden. Jetzt sieht man die minus 2. Ja, ich habe leider nur noch eine Runde. Ja, ich auch. Dann lass uns mal richtig gut draufhauen. Ich habe leider... Wie viel Lebenspunkte habe ich überhaupt? Ich weiß ja gar nicht. 12. Okay, nee, das weiß ich, aber ich meine insgesamt nicht so viel. 22. Tja. Ja, ich weiß nicht, ich mach einfach mal einen... Oh ja. Sehr schön. Immerhin. Tja, er geht nirgendwo hin. Jetzt chillt er erstmal rum. So, schön. Dann werde ich auch angegriffen, das ist gut, weil ich habe noch Vergeltung 2. Na guck mal, dann tötet er sich gleich selbst, wenn er mich angreift. Ist doch genial. Gut. Ja, soll ich schon mal hier irgendwo hin? Das ist eigentlich auch Quatsch. Das Gold aufheben, oder auch nicht? Sich das nicht gelohnt hat. Sehr schön. Okay, was passiert in dieser Runde? Ich werde so Bündel verteilen. Ja, der Frank tut, was er am besten kann. Bündel verteilen. Bündel verteilen. Heilbündel verteilen. Der Nachtschleier, da rennt er jetzt mal rein. Und macht sich unsichtbar. Nein, der was macht sich so nicht unsichtbar. Eine Wache, die gerade dabei war, einige Fässer umzuräumen, springt überrascht hoch. Eindringlinge, schlagt Alarm, lasst die Hunde los, aktiviert die Golems, bla, die Wacht bleibt standhaft. Da hinten sind die Druckplatten. Wo? Ganz hinten. Ach, im Raum. Das da, ne? Da müssen wir jetzt verhindern, dass die... Ja, aber Moment mal, also die rennen nicht da drauf, sondern nur... Die zwei, ja.
So, was machen die denn? Die machen auch noch Bewegung 2, aber ich kann den einen tatsächlich blocken. Ja, die werden ja von ihren eigenen Wuffels jetzt nicht geblockt. Nee, nee. Aber das sind doofe Wuffels. Die einzigen Wuffels, die lieb sind, sind die lila Wuffels. Ganz genau. Hab ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ist egal, genau. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Wollte ich gar nicht. Egal. Den wollte ich. Jetzt kriege ich 2 zurück. Genau. Jetzt kann ich erstmal den anderen machen. Ja, das passt doch. Okay. Alles super. Oh oh. Den müssen wir aufhalten. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass du halt da jetzt schon reingerannt bist. Oder hast du irgendwelche Charaktere, die sich so viel Felder jetzt bewegen können? Ja, die Barbarin ist flott. Gut. Hat die springen? Nein. Oh. Ja, ich sag ja, das ist voll dämlich, dass du da reingerannt bist mit dem Night Shroud. Ja, so ein bisschen. Oh, wobei, wer weiß. Ich habe übrigens auch keinen Springen. Ich komme da jetzt auch nicht durch. Autsch. Einmal mit Profis spielen. Der dürfte auch schießen. Autsch. Ja, jetzt hat er schon seine Elite. Ich töte meine Elite-Typen da. Oh, ist das fies, ey. Ja, muss ich das ja wegmachen. Nachher auch noch. Ja, super. Da habe ich wieder richtig gut gespielt. Das war sehr toxisch. Ja, ist doch so. Ja, ja. Ja, wir sind ja schon mal 33 Minuten. Ja gut, wir machen jetzt noch die eine Runde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge weiter und gucken, ob der Toxic Teacher noch weiter alles zerstört. Warte mal, stehen die so, dass ich den Speer benutzen könnte? Ja klar. Schade, dass keine Sonne oben ist. Ja, was soll ich jetzt machen? So, dafür bist du aber... Gestärkt. Gestärkt. Ach komm ey, was soll's. Heute kostet die Welt. Oh, der Knochenflicker. Macht er eigentlich? Der ist gelähmt und hat noch ein Leben. Das ist wie so ein kleines Déjà-vu gerade, wenn ich mir den ansehe. Ja. Aber der heilt sich, das ist nicht das Problem. Ja, der kann aber auch nicht angreifen, weil sonst ist er sofort wieder halb nee, tot. Nee, der läuft kurz zur Seite. Ja. Yep. Der läuft kurz zur Seite. Das ist gut, dass der sich dann auch diese negativen Zustände da entfernen kann, sonst hätte er sich nämlich nicht bewegen können jetzt. Ja, ja. Ach, jetzt kommen die noch angelaufen. Ach.
Ist das lästig. Jetzt haben die den Weg wieder aufgemacht. Dann renn durch. Geht ja nicht. Wenn du kannst, renn durch. Geht ja nicht. So, ich versuch den hier erstmal zu blockieren. Was machen die überhaupt, die Stadtwachen? Die laufen wieder zwei, das ist nicht gut. Nee. Die haben auch noch Vergeltung, das ist richtig böse. Wahre Worte. Das ist richtig böse. So, ich brauche den Unsichtbar wieder und nehmen wir den Unsichtbar nochmal wieder. Jupp. Naja, ich kann jetzt einen betäuben. Jetzt habe ich beide betäuben gespielt. Mit einem Vorteil leider. Greif beide an. Ah, oh, nee. Krieg ich Vergeltung 6, ey. Was kannst du nicht machen? Dann bist du tot. Ja. Schade. Ich hab mal vorher den gespielt, ey. Und dich dann bewegt, hä? Naja. Ja, der kommt ja auch nicht durch. Das ist sehr schlecht da vorne. Ja. Wir dürfen jetzt sich nicht bewegen. So, schauen wir mal. Wir sind schon wieder 19, ey. Aber wieso sind die denn so abgefuckt schnell. Ja, die Stadtwache läuft schon wieder zwei. Das ist richtig lästig. Ich komme vor allen Dingen nicht durch. Versuch den zu töten. Ja, mache ich doch. Ja, sehr schön. Aber den anderen schaffen wir nicht. Der läuft jetzt hier hin, ey. Gut, dass ich Rüstung habe. Gut, dass da eine betäubt ist, ey. Die Bogenschützen sind auch noch vor mir dran. Die leben auch noch. Ich glaube, ich habe mal Snide-Trank. Na, guck mal, perfekt. So, ich könnte jetzt die 23 unten spielen. Alle Verbündeten in Reichweite 5 können Bewegung 4 ausführen. Hilft euch das was? Ja, ich weiß nicht, ich würde viele Karten verlieren, weil ich zu wenig Leben. Ich bin einfach nach den Schützen dran, ne? Und das sind halt 4 Stück. Also. Aber warte, ich glaube, die schießen sowieso alle auf mich. Kannst du nicht einfach ein Stück laufen? Du könntest das noch abfangen. Aber weiter komme ich nicht. Ja, da reicht.
Problem ist, ich kann nicht laufen und gleichzeitig mich buffen. Einfach unfassbar viele. Was müssen wir überhaupt machen? Er beute alle 14 Tod. Wo sind sie überhaupt? Ach, wir sind schon bei 40 Minuten. Ach Leute, ich habe es schon wieder vergessen. Nach der Runde ist aber Schluss. Ich komme nicht an. Zwei Schaden kann ich halt nicht nehmen. Du guckst dir an, ey, ein Feld. Richtig geil. Boah, ist das böse. Joa, schauen wir mal. Und läuft der? Stadtwache 2, ja. Mit 15. Alter. Übel. Mein Gott, ist das lästig. Ja, noch. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Denn die Sonnenhüterin kann jetzt keine Fernkampfattacken machen. Der Brutus hätte es vielleicht noch rausgerissen. Ja, ich kann leider nicht betäuben. Sonst wäre es vielleicht noch gegangen. Ja, ja. Oh, schade, da machst du schon so richtig netten Damage da. Ja, allerdings. Ich kann. Aber die ist ja auch genau nach ihm dran. Also, sie könnte vielleicht noch. Aber auch nur mit viel Glück. Schauen wir mal. Also, nee, ich denke, den Fehler haben wir doch eindeutig identifiziert, oder? Ja, ja, ist gut. Ach, er ist gelähmt, er kann sich nicht mehr bewegen. Na gut. Nee, und er kann auch nicht angreifen, weil dann kriegt er sofort Vergeltung. Ja. Mein Gott, ist das schlecht. Was für eine Vergeltung üben die denn hier aus? Ist nett. Naja, Vergeltung 3, unschön. Jupp, der unschön jetzt. Können wir das jetzt auch zu Ende spielen, da brauchen wir nichts mehr Neues anfangen. Hä? Das war's, der ist nicht gelaufen. Warum? Ich verstehe dich nicht. Warum ist er nicht gelaufen? Weiß ich nicht, aber er ist nicht gelaufen. Das ist merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Scheiße, ich kann gar keinen Schaden erleiden, ey. Ich habe ja gar kein Leben. Ich hatte gehofft, ich krieg Leben. Aber leider ist der hier gelähmt worden. Scheiße. Na gut. Wäre eh in die Hose gegangen. Jetzt kommen noch die Schützen, ey. Richtig bitter. Da musst du jetzt eine Karte wegschmeißen, ne? Ja. Wie viel hat die nochmal insgesamt zur Verfügung? 10? Ja. Ja, ich verliere leider 2 Karten. Oh, 3 Karten. Da ist ja noch einer. Nee. Zwei Karten. Uff, tata, ey. Ja, mit der ist das immer so ein bisschen das Problem. Jetzt ist der Healer da hinten abgedrängt, weißt du? Der kommt da nicht weg. Das ist halt schade. So, nur um mir direkt wieder Vergeltung zu fangen.
für ein verrückter Level, ey. Aber doch gut. So, seht, wie es weitergeht oder nicht beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao.